Elfter Gesang. Reinekens Freunde blieben beisammen die Nacht und scheuchten seine Grillen durch muntere Gespräche. Frau Rückenau aber war vor allem besorgt und geschäftig. Sie ließ ihn behende zwischen Kopf und Schwanz und Brust und Bauch bescheren und mit Fett und Öle bestreichen. Daneben sprach sie: »Höret mich an. Bedenket, was ihr zu tun habt. Trinket nur brav und haltet das Wasser. Und kommt ihr des Morgens in den Kreis, so macht es gescheit. Benetzet den rauen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen. Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten geraten. Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Auch müsst ihr anfangs euch furchtsam stellen und gegen den Wind mit flüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf dass ihr die Augen ihm mit Unrat und Sande verschließt. Dann springet zur Seite, passt auf jede Bewegung. Und wenn er die Augen sich auswischt, nehmt es vorteils gewahr und salbt ihm aufs Neue die Augen mit dem ätzenden Wasser, damit er völlig erblinde, nicht mehr wisse, wo aus noch ein und der Sieg euch verbleibe. Lieber Neffe, schlaft nun ein wenig. Wir wollen euch wecken, wenn es Zeit ist.« Dann führten sie ihn und legten ihn schlafen.